Das Studio Hofsound Media befindet sich im kleinen Ort Nussbach in einem alten Bauernhof. Das Studio besteht seit 2005. Die Kundenberatung ist uns wichtig. Wir beraten den Kunden genau nach seinen Bedürfnissen. Wir zeigen Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihr Unternehmen ins richtige Bild zu setzen. Technik der Spitzenklasse steht für Sie bereit. Modernste Digitaltechnik und Erfahrung machen einen Businessfilm erst möglich. In unserem Studio ist hochwertige Technologie in Verbund mit einem Superrechner im Einsatz. Denn Software und Kamera alleine machen noch keinen Businessfilm. Wir produzieren Ihren Film in Hollywood-Qualität. Wenn Darsteller gebraucht werden, kümmern wir uns um diese, um Ihren Film schnell, flexibel und kostengünstig produzieren zu können. Nach Fertigstellung des Filmes geht es darum, das Produkt optimal zu vermarkten. Der Film soll in die richtigen Marketing- und Medienkanäle gelangen. Egal ob Internetserver, TV-Anstalten Ihrer Wahl oder die Einbindungsarbeit auf Ihrer Homepage. Wir haben die Lösung. Bei uns ist Ihr Film in den richtigen Händen. Der Nussbach, der Namensgeber unserer Gemeinde. Schon früh prägte der eher unscheinbare Bach im Alpenvorland seine Umgebung, indem er den Grenzverlauf verschiedener Herrschaften anzeigte. Insbesondere vor 960 Jahren, als einen Teil der Grenze des mächtigen und einflussreichen Bayern gegenüber der sich in die Alpenregion erstreckenden damaligen Steiermark bildete. So ist er Teil der Geschichte unseres schönen Landes. Schmieden, eines der ältesten Verfahren der Metallbearbeitung. Der Beruf des Schmieds hat eine Geschichte von mehreren tausend Jahren. Geachtet wurde der Schmied wegen seines Könnens und seines Beitrags zur Verbesserung der Produktionsbedingungen. Als geprüfter Huf- und Wagenschmiedemeister sorgte er in erster Linie dafür, dass die schweren Noriker Pferde ihre Arbeit auf dem Feld und speziell im Winter im Wald bestmöglich verrichten konnten. Ohne Licht keine Farben, ohne Farben kein Licht. Beides sehr wichtige Faktoren, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in unserem immer farbloser werdenden Alltag. Insel Bratsch.
Die rund 14.000 Einwohner der Insel sind überwiegend katholische Kroaten. Sie leben verteilt auf etliche kleine Ortschaften. Hauptort mit über 3.000 Einwohnern ist Supetar. Hier legen stündlich die Fähren an. Die Überfahrt vom Festland dauert etwa eine Stunde. Bekanntestes Ziel ist vor allem Bol mit dem Goldenen Horn.